Leute, es geht weiter mit der Access Mediendatenbank. Ich bin hier immer noch in dem Bereich für den Medienverleih zugange. Habe bereits jetzt hier eine Schaltfläche installiert und jetzt wird als erstes das Medium ausgewählt. Dann wird das Exemplar ausgesucht, welches dann ausgegeben werden soll. Und per Druck auf die Schaltfläche soll dieses Exemplar dann auf den hier ausgewählten Kunden gebucht werden und dann in seiner Ausleihliste hier erscheinen. Das Ganze mache ich in VBA durch Ausführen einer SQL-Anweisung. Ja, hier ist meine Schaltfläche, die habe ich CMD Ausleihen genannt. Und beim Klicken soll jetzt eine VBA-Prozedur ausgeführt werden. Für meine kleine Prozedur hier brauche ich eine String-Variable. Die nenne ich SQL, weil dort mein SQL-String reingeschoben wird. Jetzt muss der String muss auf übelste Art und Weise zusammengeschustert werden unter Verwendung von diversen Zeichen und Funktionen. Man schaue und staune.
Das ist echt eine Zumutung. So, wenn man das geschafft hat, geht es weiter mit Current DB Punkt Execute Klammer auf SQL. Das heißt, an dieser Stelle wird dann der SQL-Code ausgeführt. Ja, hier mit den letzten beiden Befehlen werden die beiden Listenfelder aktualisiert. Jetzt einmal testen und vorführen das Ganze. Kunde 1 bekommt ein Windows-Buch. Und ein Wörterbuch. Kunde 2 bekommt ein Accessbuch. Und ein Windowsbuch. Kunde 3 kommt ein Windows-Buch und Kunde 4 bekommt ein Windows-Buch. Jetzt sind alle Windows-Bücher ausgeliehen. Wenn ich jetzt hier nochmal drücke, stürzt mir das Ganze ab. Da muss dann natürlich noch ein bisschen Programmierung erfolgen, um die Fehler abzufangen. Ich fürchte, das passt jetzt nicht mehr in das Video. Deswegen schließe ich das jetzt hier ab. Bis zum nächsten Mal.